Also in unserer Episode Tatort geht es um kaputte Familien, um zerstörte Liebesbeziehungen und vor allem um die Kinder, die dabei die eigentlichen Verlierer sind und auf der Strecke bleiben. Auf einer Metaebene, sage ich mal. In erster Linie geht es natürlich dann um ein Mordopfer vom Jugendamt. Diese Frau ist halt der Pitbull des Jugendamtes, würde ich sagen. Weil sie hat Techniken und Methoden drauf, die schon theoretisch an Stasi grenzen. Es interessiert sie auch nicht, halt, wenn theoretisch derjenige halt so auf der Strecke bleibt, weil sie möchte einfach nur einen guten Job machen. Beruhigen Sie sich. Es gibt keinen Grund, aggressiv zu werden. Du willst dich erleben, wenn ich aggressiv werde. Und deine Fotos, ich kann sie dir sowas von in den Arsch stecken, okay? Du kannst mir überhaupt gar nichts! Doch, ich denke schon. Über die Monika Fellner kann ich erzählen, dass das ist eine Kollegin von der Ingrid Kuhlmeier, die eben sehr nach Paragraph und Prinzipientreu und in totaler Abgegrenztheit zu den jeweils individuellen Einzelschicksalen ihren Job versucht, sehr gründlich zu machen. Ich glaube, die Ingrid Kuhlmeier versteht das nicht, dass man sich immer wieder nur in Anführungsstrichen auf das Gesetz beruft. So, und darunter leidet sie. Also wenn ich auf Frau Fellner treffen würde, also ich hätte eine große Wut, richtig große Wut und da wäre alles dabei. Zusammenschlagen, Messer, eher Messer, glaube ich. Die Leiche hier spricht sehr viel, bevor sie Leiche ist und hat die Möglichkeit, sich zu zeigen und als Person zu zeigen. Und ja, das ist schön, dass die Leiche nicht nur blutig auf dem Boden liegt. Opfer heißt Monika Fellner, ist 38 Jahre alt. Die Todesursache ist ein schweres Schädelhirntrauma nach Schlägen auf den Kopf. Kurz, sie wurde erschlagen. Wir erleben alle Schichten. Alle Schichten und wenn man sich jetzt in dieses Thema reinkniet, also mir selber war das jetzt nicht bewusst, dass nur ein Viertel aller Mütter oder Väter, die unterhaltspflichtig sind, in Deutschland regelmäßig zahlen. Und wenn es dann um das Thema Geld geht und wenn es dann, egal aus welchem Grund auch immer, also nach hinten losgeht mit der Beziehung und Kinder mit im Spiel sind, dann wird es oft ganz, ganz böse. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Frau für die meisten der Betroffenen, die sie halt stellt und denen sie halt nachweisen kann, dass Geld da ist, dass das für die halt dann doch schon irgendwie ein Schmerz ist, dass diese Frau da auftaucht. Und natürlich kommen Ballauf und Schenk, der Familienvater und der einsame Wolf, da wieder auf zwei völlig unterschiedliche Weltanschauungen. Moment mal, ihr beiden. Ihr geht jetzt zum Jugendamt und sagt denen die Wahrheit, ja? Und wenn nicht, dann machen wir das. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Max. Aber Freddy, was soll das denn? Das kann doch nicht jeder machen, was er will oder wie es ihm gefällt. Ja, richtig. Aber den beiden zu drohen, das sind doch halbe Kinder. Kann man auch mal ein Auge zudrücken.